Dann gehen wir doch mal zum Truck rüber. Wir können ja auch hin und her laufen. Easy. Wie kann ich ja den kaputt machen mit dem? Nein, kann ich nicht. Was sagt denn der Truck? They really wanna get into that room. Scheiße, da ist ja noch so ein Vieh. Was haben wir hier? In dem Auto? You need to find a weapon. Let's keep looking around. Was haben wir hier oben denn drin? Oh, ein Schraubenzieher. Ich will das auch nicht kaputt machen. Beim Kissen. What are you gonna do with that? Do you have any tricks for getting into cars? Not without tools or making a bunch of noise, and none with pillows. Scheiße. Nee, das werden wir jetzt nicht zusammenschlagen. Dann machen wir es doch einfach mal. Ow. Hey man, that drew some attention. Be careful. Okay, wir machen das lieber nicht nochmal. Das war wohl nicht so klug. Hä? Ich hab doch darüber. Wir müssen da nach oben gucken. Dasselbe. Ja, klasse. Kann ich dir mit dem Kissen jetzt irgendwie wehtun? Get out your gun. What the noise? Just follow my lead. Stay right behind me. Was macht er denn jetzt? Aha! Nice! That was sick. Voll klug. Jetzt haben wir den schon mal beseitigt. Das ist doch schon mal schön. Was können wir denn jetzt hier machen? Ne, das Car pushen wir jetzt noch nicht. Wir gucken jetzt erstmal, was da ist. Hoffentlich ist da was Gutes drin. Ah, eine Zink. Was ist das denn? Ist das ein. Ist das so ein Feuer? Zigarettenanzünder? Ne. Zündkerze, oder? So, der Kollege frisst sich da immer noch satt. Dort ist auch jetzt nichts. Pushen wir mal eine Runde das Auto. Ha! Nice! Ja, jetzt quetschen wir den erstmal schön ein. Au. Das ist awesome. Keiner hat's gemerkt. Jawohl. Nice one. So, jetzt war doch schon mal ein paar weniger. Die ja einem nerven. Mit der Zimtkerze irgendwie aufmachen. Okay, nein. Let me see the spark plug. The porcelain inside these things turns car windows to tissue paper. Was? Was war das denn jetzt? Oh oh, ich glaube, das haben sie gehört. Aber es scheint sie immer noch nicht zu interessieren. Glück gehabt. Puh! So, jetzt haben wir einen schönen Schraubenzieher. Jetzt wird gemoxt, was das Zeug hält. That could scramble the brain pretty good. That's exactly what I was thinking. Schön hier jetzt lang. Zum Brickwall. Dann gehen wir jetzt weiter zum Wohnwagen, Wohnmobil. Und dann murksen wir erstmal richtig schön von hinten den hier ab. So, komm. Aber wir könnten natürlich erstmal dich ab. Ne, wir murksen erstmal den da ab. Den finde ich unnötig. Den kann ich gar nicht abmurksen. Dann murksen wir dich halt doch ab. This pig is the prime walker killer. I should be able to take those guys out when they come around the corner of the RV.
Na komm. Na komm. Oh oh. Gleich geht's los und... Jawohl. Ins Auge. Genau so sieht... Oh, da ist doch einer. Mach ihn platt. Mach ihn platt. Das Auge ist also die Schwachstelle von den Biestern. Dich machen wir jetzt auch direkt fertig. Nö, ich versuche da reinzukommen. Genau, schön durch. Bis, jawohl. Selbst der ganze Knauf ist im Kopf drin. Holy shit. It's cool. Now we've got this. So, jetzt geht's ja aber ab. Jetzt wird hier geaxt, was das Zeug hält. That should help. La la la, jetzt wandern wir nach oben und werden Zombies löschen. Why don't you guys lag behind just in case this goes to hell? Okay, we'll be right behind you. Komm. Jetzt machen wir hier klatsch, klatsch, Kopf ab. Um die Ecke. Anschleichen. Und gleich geht der Fight los. Habt ihr mich immer noch nicht bemerkt, ihr Homos? An. Treff an! Oh! Bam. Jawoll! Nice. Schön den Kopf ab. So, jetzt machen wir hier die Tür auf. Wir wollen jetzt rein. Und wir haben jetzt eine geile Axt. Hallo? Hello in there. We're here to help. Please just go away. Let's go, guys. Nein, dafür haben wir uns doch jetzt nicht so angestrengt. If you open up, we can take you somewhere safer. We've got a group in town. No. She's in trouble. Miss, we're coming in. Vielleicht ist sie schon gebissen. Ach ja, dann halt mit der Axt. You might want to break through that board first. Pack! Das Türchen kaputt. Und jetzt treten wir es ein. Stop, just stop! I'm coming out. Ach, jetzt wohl doch. Boah, die sieht ja voll fertig aus. Oh God. I said stay away. We need to get you help. It's too late. Guys, she's been bitten. What? I told you, I said go away! I'm bit! But you wouldn't just leave. Let's calm down. You could be fine. I won't be fine. My boyfriend was bitten. You get sick and you die and you come back and you kill anything you can find. You have a boyfriend? Glenn. I don't want that. It's not Christian. Please, just leave me. Please go. She's aber auch fertig aus. Wenn sie erstmal helfen, wir haben jetzt eine Waffe. We'll find you some help. You have a gun. So? Can I borrow it? What do you mean, borrow? Give it to me. I can just, you know, end this and then there's no problem. Whoa, whoa, whoa. Please, I don't want to be one of them. They're satanic. Ich soll die jetzt umbringen? Nee, am Arsch. We can't let you do that to yourself. Then do it for me. We need to get going. Give it to me, please. Nein. This is crazy. Please, step back. It's just 2 seconds, just one bullet. And I can be with my family and it'll all be fine. Miss. Nein. Becca, please. Was geht denn mit der ab, Alter? Alter. Habt ihr einen Vollschaden? Boah, die blöde Alte. Boah, wer jetzt hat sich einer von meinen Kollegen verletzt? Whoa, take it easy. You just wanna okay, help. Sehr gut. You can't. Boah, ist sie dämlich. Miss, nein, tu es doch just nicht. Relax now. You need to think this through. We'll find you a doctor. It'll be okay. Let's all just. No, no! Boah, jawohl. Hammer. Eine Patrone weniger. Jetzt wirst du auch zum Zombie, du dumme Alte.
Und er kotzt daneben direkt hin, jawohl. Let's get out of here. Blutig, blutig. Leck mich am Arsch. Toll, jetzt haben das alle gehört. Here they come. Fuck, ey. Get in. It's just one bullet, hab ich freigeschaltet. Hey, das hat sie jetzt richtig gelohnt. Everyone alright? Yeah, we had some close calls, but Glenn is fine and well, yeah. We're okay. I've got a few cans of gas for your pickup in the trunk of my car. Good to hear it. And things back here? Quiet. Our friend is still in and out over there. He won't survive any more stress. The next order of business is getting those pills out of the pharmacy. Gut. Dann haben wir das doch jetzt. Ah, dann können wir doch jetzt. Kann ich da jetzt nicht einfach mit der Axt rein? Schauen wir doch mal. Scheiß auf Keys. Na super. Das heißt wohl Nord. Gut. Dann haben wir jetzt die Axt. Wir laufen jetzt nochmal in den Hauptladen rein und wir machen nochmal eine kurze Pause. Ich freue mich auf die nächste Runde. Bis dann. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Walking Dead Episode 1 A New Day. Ja, wir sind jetzt hier wieder zurück in unserer Apotheke, haben jetzt eine wunderschöne Axt, die ich nicht mit meiner schönen Maus zentralisieren kann. Aber zentrieren kann, aber das ist auch scheißegal. Hi, wie geht's dir, Catherine? Clementine. Hast du was Neues mir zu erzählen? Nein. Everything okay? Mhm. Ich habe Exit gedrückt. Ja, was haben wir denn hier? Was sagt er denn? Glenn. How you doing, Glenn? You know. Ja, das ist gut. The combination for the lock on the gate outside? Why? Oh, you know, I thought I'd go stretch my legs. You're probably better off breaking it if you have to. Okay, und dann breaken wir das doch mit der Axt, würde ich sagen. What's your next move? I don't know. I mean, you guys seem okay. What about your family? Yeah, I... Forget it, man. I hate feeling like I can't do anything. I know the feeling, man. Oh, sagt er ja. Back the motor in. How can it be that bad so fast? You know, when things are taken away, people do crazy shit. I guess. Oh, yeah. That's not me. I'm not giving up. Not for anything. Good, man. Good. Sehr gut. She really wanted that gun. Seems like. Why didn't you tell Carly to just give it to her? Weil ich das nicht will. It would have been a waste of a bullet. What do you mean? She was dead anyway. I'm not in the euthanasia business. Whoa, man. She was a person. She's gone now anyway. Try to get some rest. Yeah, right. Auf jeden Fall, ey. Die sollte eigentlich... Vielleicht könnte man die ja heilen. Ich hab keine Ahnung. Oh, Mann. Die blöde Alte. Was sagt die denn Neues? Jetzt, wo wir wieder zurück sind. Steht da Story of the Century here? Story of the Century here, huh? Yeah, and I've got shit for recording equipment. And from the looks of it, there isn't going to be any shortage of first-hand accounts. You do radio? That's right. Well, until some piece of shit politicians yank our funding, and I hit the blogosphere. Ja, die blöden Batterien gibt's ja nicht, scheinbar. Thanks, by the way. Don't mention it. Just remember what I said. Yeah, I will. Gut. So, was sagt denn Doug? Kommen wir da nochmal raus oder gehen wir jetzt zusammen raus? Wanna go have a look around outside? Na, würde ich sagen. Let's have a look around. Let's have a look around. Okay. Alles klar, wir gehen jetzt nach draußen und machen jetzt hier das Schloss kaputt oder was? Okay. Those TVs are on. And I'm sure they're making a lot of noise behind that glass. Das bringt uns nichts. Was ist das? Hardware Store. Did you guys try to get in there and get weapons? Ach ja, stimmt, das hatten wir auch. Did, but it was too risky. Ich habe jetzt eine Woche lang nicht aufgenommen gehabt.
And what happened? Ich leider keine Zeit hatte. Most of who you see wandering around out there.